Joachim Böhme, Vater des heutigen Geschäftsführers Roland Böhme, gründete die Firma JBL 1960. Er startete mit einem kleinen Zoogeschäft in Ludwigshafen, baute es zu einem Zierfisch-Großhandel aus und begann dann nach und nach eigene Produkte zu entwickeln. Er benannte seine Firma nach seinen Initialen und dem Anfangsbuchstaben der Stadt Ludwigshafen. Heute befindet sich das JBL-Werk mit 180 Mitarbeitern in Neuhofen in der Pfalz. Das gesamte Sortiment umfasst über 1500 Produkte für Aquarien, Terrarien und Teiche. Umweltschutz, Energieeffizienz und Schutz der Ressourcen stehen bei JBL ganz oben in der Agenda. Das beginnt bei der Nutzung von Solarenergie auf den Gebäuden und endet bei der Auswahl der Rohstoffe und Verpackungen. Auf Forschungsexpeditionen in die Heimatgebiete der Aquarien- und Terrarientiere werden Biotope analysiert, um die Haltung der Tiere zu optimieren und Nachzuchten zu ermöglichen, damit die Naturentnahmen verringert werden können. So entstehen neue Futter, Pflegemittel, Medikamente, technische Produkte und Zubehör. Wie entsteht eigentlich ein JBL-Produkt? Woher kommt die Idee und wie geht es dann weiter? In diesem kurzen Film zeigen wir Ihnen, wie der Ablauf ist und gewähren Ihnen Einblicke in die Entwicklung und die Produktion. Alles beginnt mit einer Idee oder einem Vorschlag, der nicht selten aus dem Handel oder vom Aquarien-, Terrarien- oder Teichbesitzer kommt. In Besprechungen zwischen Forschung und Entwicklung, den Verkaufsleitern sowie dem Marketing werden die Ideen verifiziert und bereits Muster auf Umsetzbarkeit und gezielte Anforderungen geprüft. Bei Futter wird auch der Geruch und das Sinkverhalten besprochen und überprüft. Eine Philosophie von JBL ist, dass die Produkte die Aquaristik, die Terraristik oder die Teichpflege professioneller und einfacher machen sollen. Die Forschung und Entwicklung erarbeitet ein Rezept, nachdem das Produkt für Testzwecke hergestellt wird. Die Testmuster werden in der eigenen Versuchsabteilung und auch mit befreundeten Spezialisten auf dem jeweiligen Gebiet ausgiebig geprüft. Nach der Testphase wird gegebenenfalls noch das Rezept angepasst und dann beginnt die Produktion, sobald die Rohstoffe in ausreichender Menge angeliefert wurden. Die Rohstoffe kommen entweder aus der Region, wie zum Beispiel der Weizen, oder aus EU-Nachbarländern, wie der Fisch. JBL verwendet ausschließlich Fisch aus nachhaltiger, zertifizierter Aquakultur, um aktiven Umweltschutz zu unterstützen. Von den Lachsfilets, die für den menschlichen Verzehr geschnitten werden, verwendet JBL die äußeren Randstücke, die übrig bleiben. So muss kein einziger Fisch für JBL-Fischfutter gefangen werden. Beim Futter unterscheiden wir in der Produktion, ob es sich um Futtertabletten, um Flockenfutter oder um Extrudate handelt, die wir als Granulate, Wafer oder Sticks kennen. Futtertabletten werden in Tablettenpressen aus reinem Fischfutter ohne Klebe- und Bindemittel mechanisch gepresst, getrocknet und entgratet. Flockenfutter entsteht aus der 15.000 Kilogramm schweren Flockenwalze, die den aufgetragenen Futterbrei hauchdünn auswalzt und trocknet. Die verschiedenen Flocken werden nach Größe gesiebt und gemischt, damit jede Dose die gleiche Flockengröße und Mischung erhält. Extrudate werden mit dem namensgebenden Extruder produziert, der zwar nur 1,50 Meter lang ist, aber mit Zuführung und Weiterverarbeitung eine 2500 Quadratmeter große Halle mit 17 Metern Höhe benötigt. Der Futterbrei wird mit Hilfe von Schneckengewinden durch Löcher gepresst und abgeschnitten. Wafers ergeben sich, wenn das Extrudat sehr dünn abgeschnitten wird, Granulatperlen bei kurzem Abschnitt und Sticks bei längerem Abschnitt. Das noch feuchte Extrudat wird durch Rohre zum Luftbetttrockner geleitet, wo es auf warmer Luft schwebend, schonend und schnell getrocknet wird. Danach geht es weiter in die Futtersilos, von wo aus das Futter zu den Abfüllstraßen geleitet wird. In den Abfüllstraßen werden die Dosen computergesteuert befüllt, versiegelt, verschlossen und gewogen. Am Ende werden sie 6er- oder 12er-weise eingeschweißt. Die Teichfuttersäcke werden parallel zuerst mit Luft aufgeblasen und dann befüllt, bevor sie verschweißt werden. Im Hochregallager warten alle 1500 JBL-Produkte auf die Bestellungen. Unsere Mitarbeiter suchen die Bestellungen pro Kunde oder Land zusammen und versenden alle Bestellungen mit Paketdiensten. So gelangen die JBL-Produkte zu unseren Kunden in 67 Ländern der Welt.